Einen schönen guten Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Ah, es hört nicht auf, ne? Dieses Alien will mich einfach tot sehen. Eigentlich will mich alles hier tot sehen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich frech. Deswegen baue ich mir jetzt erstmal eine Rohrbombe. Damit ich halt auch ein bisschen Zeug weg habe. Dass ich wieder was mitnehmen kann. Okay, let's go. Inventar voll. Bindemittel. Dem Bindemittel aus. Ich habe kein Medikit, ich nehme eins. Bindemittel. Bindemittel ist das letzte. Gerät, gebastelt, der Gerät. Ah ja, man hört's wieder. Oh! Wir können jetzt andere Türen hacken. Nice! Bindemittel schon wieder. Lieber Medikit mehr, ne? Schadet nicht. Hier kann ich jetzt damit Androiden hacken? Scheiße. Das macht mich super nervös. Dass da diese Öffnungen sind und dass Alien rein theoretisch da rauskommen kann. Da sagt er, hallo, ich bin's. Um wiederherstellen, okay. Also, mein abgegradetes Hacking-Tool, nenn's mal so, bringt mir hier leider nichts, weil ich umbrauche. Aber die Tür kann ich jetzt. Schlüsselkarte. Was ist denn das im Bild? Smile with confidence. Regular dental checkups are vital to the health of your teeth. Don't put them off. Okay. War hier noch irgendwas Wichtiges? Das gerade nicht mehr. Nee. Okay. Bevor ich da hochsteige, gucke ich nochmal kurz hier unten nach. Ja. Ich glaube, ich muss sogar hoch. Haha, lustig. Da, wo das Alien wahrscheinlich die ganze Zeit rumläuft. Hier können wir speichern, das mache ich mal direkt. Wahrscheinlich ist hier der Zugang, womit ich den Androiden anschalten kann. Ja, Sicherheitszuganggenerator. Sonst ist hier nix. Okay, dann wollen wir mal. Hier. Ich würde sagen, das klingt doch ganz gut. Was? Was ist das? Ach da, ah, okay. Wahrscheinlich muss ich den Androiden hier hochschicken, weil mich das Gas sonst umbringt. Aber das hier kann ich noch hacken. Hier ist es. Warte, da. Ach, scheiße. Das war falsch. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man es dreimal verdusselt. Ob die Tür dann für immer gesperrt ist oder ob es dann irgendwie einen Countdown gibt, wann ich die wieder nutzen kann. Das Android. Spending. Jetzt, wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an. Lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was?
Wissen Sie, das hier lesen, sitze ich kurz besoffen in Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Smite. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spanning erhalten bezüglich des effekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben 1000 andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spanning eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich in Ruhe lassen. Tief. Smythe, Spanning hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenstilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Okay, so viel dazu. Okay, benimm dich. Genau, benimm dich mal gefälligst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Gehen Sie voraus. Ich folge Ihnen. Ganz unauffällig. Genau, mach aber nicht so einen Krach. Das könnte vielleicht jemand hören, der hier irgendwo rumschleicht. Ja, er wird mir angezeigt. Oh yeah. Okay, das Lager ist ziemlich groß. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Lass mich raten, ich kann da nicht so einfach durch. Jetzt wird er gegrillt. So viel dazu, ne? Ethanol. Dafür braucht man Ethanol. Sperrt? Jetzt? Oben. Okay, hier kann ich jetzt vorbei. Okay, das hat geklappt. Geht das hier nochmal? Nee. Da ist es. Wechseln Sie die Komponente am Fahrstuhl aus. Natürlich.
Komponente am Fahrstuhl. Ah, ich muss zurück. Okay. Fast geschafft. Da ist aber irgendwo. Aber es ist nicht weit. Komm schon, lass mich einfach zum Fahrstuhl. Sei ein lieber Xenomorph und lass mich gern vorbei. Naja, fliegende Waffen. Wer kennt's nicht? So, als erstes tun wir hier speichern. Das ist das Allerwichtigste. Spiel. Bevor ich irgendwas anderes tue. Yes. Oh, let's get the fuck out of here. Es war zwar nur echt ein kleiner Abschnitt, aber trotzdem sehr intensiv. Finden Sie den Zugang zum Syntheseflüssigkeitswerk. Ich dachte, ich soll ein Medikit besorgen und es vorbeibringen. Und jetzt habe ich hier voll den Umweg. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich werde hier komplett durch die ganze Station gejagt. Nur um jemandem zu helfen, der verletzt ist. Holy fuck. Da ist doch jemand. Hello there. Scheiße, der Xenomorph. Okay, ich glaube hier hoffe ich, dass ich safe bin. Mir geht so ein bisschen der Kackstift, ganz ehrlich. Die Stimmung hier ist einfach so großartig, fantastisch und beklemmend. Gott, ich hatte das lang nicht mehr. Okay, die Tür geht nicht. So, was haben wir denn hier noch? Sensor. Und hier können wir nochmal speichern. Perfekt. Das, was sie zum Speichern benutzt übrigens, ist aus dem ersten Alien-Film. Das sieht man in der Anfangssequenz. Wenn der Captain mit der Mutter redet, also der künstlichen Intelligenz auf der Nostromo. Kann sich jemand von Seeks and Synthetics meinen Androiden ansehen? Ich komme gerade von einer 24-Stunden-Schicht mit Traumapatienten und ich bin nur Zahnarzt. Waits will alle Patienten aus der Krankenstation schaffen und mir erzählt keiner was. Wenn ich schon diese Schichten schieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben einen ausreichend programmierten Androiden hier. Aber weil das gleiche Modell am anderen Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schickt sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Fernandes. Okay, der Rest hat alles Fehlermeldungen. Joa, was hier? Alarm! Wer?
das sind die, ne? Das muss doch wohl ein Albtraum sein. Man kann niemandem trauen. Ich bin auf mich allein gestellt. Ethanol. Das ist alles total beschissen. Ich bin mir sicher, dass ich hier war. Mann, ich fühle mich scheiße. Mann, ich auch. Ich lass dir einfach mal. Denen nur da und gucken. Hätte ich jetzt den Geräuschmacher benutzt, um das Alien anzulocken und sie zu töten, wäre das keine so gute Idee gewesen, weil dann wäre das im Raum mit mir zusammen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Warte mal, Taschenbatterie ist voll. Ich kann die nachladen, indem ich F gedrückt halte. So. Kann ich die nämlich noch mitnehmen. Ah, hier. Geringe Energie. Ja. Halt. Geh wieder auf. Plasmaschneider. Ah, so viele Türen, die ich nicht öffnen kann, weil mir irgendein Gerät fehlt. Immer noch. Sehr schade, aber lässt sich leider nicht ändern. So, hier ist der andere Aufzug. Damit fahren wir wahrscheinlich wieder runter. Okay, wir sind angekommen. Die Simet Transitstation. Der muss ich wahrscheinlich dann wieder zurückfahren. Nehme ich an. Hebel benutzen. So. Ah ja. Hier rumpelt's überall. Bäumchen. Gerät unzureichend. Ich hab doch schon... Ja, okay. Dann brauche ich wahrscheinlich noch eine höhere Stufe. Sensor. Den Sensor. Der Kreis. Sensor. Das braucht keinen Sensor. Warum soll ich mir noch eine Rauchgranate vorstellen? Na komm, machen wir halt einfach. Hä? Voll. Okay. Kann ich es halt nicht mitnehmen, ist in Ordnung. Auf Gewehrt. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zum Einsammeln, aber ja, ich komme halt nicht durch. Ach, okay, hier bin ich wieder. Transitstation. Mit dem neuen Hacking-Tool komme ich jetzt hier durch, ne? Yes. Okay. Perfekt. Zixen Sicherheitsproxy. Führen Sie 10 erfolgreiche Hacks durch. Achievement erhalten. Ist das eine Karte? Da wurde irgendwie ein Cock drauf gemalt oder irgendwas. Lass mich raten, kann ich die Tür jetzt öffnen? Nein. Leider nicht. Um wiederherstellen. Hier geht nix. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Hey! Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo.
Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es hier angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich, nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Okay, Leute. So. Begeben Sie sich zur Transitzentrale. Alles klar. Geht es Ihnen gut? Das heißt, ich muss wieder hochlaufen. Gut, okay. Ja, okay. Rosig. Wir sollten uns wirklich beeilen, Taylor. Okay, speichern wir nochmal. Also zumindest aktuell ist es so, dass diese, ja, dieser, ich nenne es mal Bahnhof hier, also dieser Transitdeck, whatever, dass das so ein Safe Haven ist, dass hier keine Gegner auftauchen und das Alien halt auch nicht. Aber das sehen wir dann. Der Tür? Um. Okay. Kann ich hier nicht mal rennen? Haben wir hier noch? Nichts. Weg damit. Okay, rein. Fühle mich in diesem Gang richtig unwohl. Möchte da nicht länger bleiben. Aber jetzt haben wir auch mal Marshall Waits kennengelernt und seinen, weiß nicht, Kumpel, Deputy, whatever. So. Blendgranate V2. Wird einfach dann ersetzt, oder was? Ja, scheint so. Verbesserte Blendgranate. Ich habe eine Blendgranate V1. Weil die wird hier auch nicht aufgelistet. Ah, da kann man sehen. Links steht V2. Da, ja, Blendgranate. Aktivieren Sie den Transit am Haupt... Was? Am Hauptschaltpult. Ah, hier unten dann. Okay. Bevor ich da hingehe, gucke ich nochmal, was hier noch so leuchtet. Öllampe benötigt. Lötlampe. Es gibt eine Lötlampe? Alles klar. Und da so ein Leer? Wir verschlossen. Nicht, dass das am Ende das Alien ist, sondern... Wirklich blöd. Im P-Mine wird das nicht interessieren. Molotov-Cocktail kann man auf das Alien schmeißen. Das hat Angst vor Feuer. Was können wir mitnehmen? Okay, ich wechsle das gerade mal. Die ganze Zeit habe ich sonst Feuer vor der Nase. Das ist irgendwie... Also der Field of View habe ich auch schon mal gesehen. In Option ist maximal eingestellt. Mehr geht nicht. So, da liegt noch was. Kann ich mich verstecken? Okay, ich glaube im Großen und Ganzen war es das. Ja, dann wollen wir mal. Abbringen, der aktiviert. Ah, es ist die Tür hier offen. Ich weiß, dass hier jemand... Alter, ich konnte nicht mal so schnell die Knarre zücken, bis der mich totgeschossen hat. Was zum Teufel? Okay, ich muss das nachspielen, bis gleich. Oh, ich habe den Dude erschossen. Hier, Hebel müssen wir benutzen.
noch mehr Hebel? Das gerade nicht. Tür scheint noch zu sein. Was ist mit der hier? Ja, immer noch die Löt. Richtiges Gelöt. Ist noch mehr Hebel oder wie? Ah, hier. Irgendwelche random Knöpfe drücken. Ah, ja. Sie sollten nicht hier sein. Was? Android? Das ist irreparabel. Ach, der guckt sich die Leiche an. Das ist irreparabel. Bitte gehen Sie weg. Bitte gehen Sie weg. Oh shit. Der sieht nicht gut aus. Komm schon. Stirb, du Hund. Elektroschocker, beste. Okay, was haben wir hier? Transit Neustart. Hören Sie mal. Sie Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Hintergangen. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal daran, dich Sinclair und den Sixen-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Ja, ansonsten ist hier drin. Um wiederherstellen. Okay. Jetzt das Ziel. Deaktivieren sie. Okay. Also anscheinend fehlt mir noch was. Ja, noch irgendwas. Ja, das ist hier. Benutzen. Ah, jetzt. Kehren Sie zur Transitstation zurück. Das ist ziemlich weit. Spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Hey, wie komme ich jetzt hier weiter? Achso, der Strom läuft ja wieder. Ich kann die Tür jetzt benutzen hier. Ja, sehr gut. Und noch eine Leiche. Sensor. Rauchgranate geht nicht mehr. Geräuschmacher. Dann nehme ich einen Geräuschmacher. Der Gerät gebastelt. Aha, da ist sie ja. Neidbrenner eingesammelt. Geil. Cool. 21 Kugeln. Das ist eine Menge. Alright, hier speichern wir nochmal. Und das wird dann auch das Ende dieser Folge sein. Denn wir sind schon gleich bei 30 Minuten auf meinem Timer in OBS. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Das nächste Mal geht es dann hier weiter. Wir müssen dann einen Transit nehmen und uns mit den anderen wieder treffen. Wir haben es jetzt geschafft, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier unbeschadet rauskommen. Also, macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.